Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Herr der Ringe Online. Ja, hier im Spiel ist in etwa das gleiche beschissene Wetter wie in der Realität. Es regnet einfach nonstop. Wir sind hier in der oder an der Sarnfurt, da drüben, das ist sie. Und hier ist das Waldläuferlager von Halbarad. Wir sind hier mit Meneldir mal vor ein paar Folgen angekommen. Und ja, hier geht nämlich auch unser Epos weiter. Und dazu werden wir mal mit Halbarad reden. Ihr sagt, ihr habt eine Warnung für mich, Meneldir. Dann sprecht sie aus und verschwindet. Wir erholen uns noch von einem Angriff auf die Furt, der uns weit verstreut hat. Und ich kann für Eidbrecher nicht viel Zeit übrigen. Aber vielleicht kann eure Begleiterin mir helfen. Milurin, ich bitte euch darum, den Verteidigern von Sarnfurt zu helfen und nahe Waldläuferlager zu sammeln. Hä? Okay. Wir legen sie an, um für nahe Waldläuferlager zu sammeln. Was soll ich sammeln? Ich soll das Lager sammeln? Ist egal. Wir legen sie an, um für den Fall der Fälle Nahrung und Vorräte zu haben. Und nach diesem Angriff ist das wohl bitter nötig. Sprecht mit Galasebdir nordöstlich von Sarnfurt. Sprecht mit Netur südöstlich. Osten von Sarnfurt und sammelt Waldläufervorräte aus der Nähe von Sarnfurt. So, unsere Entschlossenheit darf nicht zwingt Räuber in Geierwart. Und sammelt Mauersteine an der Sarnfurt. Das kann ich gerne tun. Ziemlich viele gibt es hier sogar. Aber das kleine Mäuerchen, ich glaube, das würde nicht helfen. Wird niemanden fernhalten. Es ist immerhin mal Nachmittag, aber wir haben trotzdem nicht viel davon, weil es ist ja regnerisch und bewölkt und deswegen ja dennoch dunkel. So. Wir haben jetzt in allen Lagern eigentlich so ziemlich alle Aufgaben gemacht. Es sei denn natürlich, dass im Laufe des Epos da noch irgendwie nachträglich was aufplöppt. Aber eigentlich haben wir alles gemacht, außer diese ganzen Missionen. Die kann man ja auch sowieso immer und immer wieder machen. Und das Einzige, was wir jetzt eben noch übrig haben, ist alles, was hier in dem Lager ist. Beziehungsweise eben der Epos. Unsere Entschlossenheit darf nicht wanken. Tut sie doch gar nicht. So, Steine suchen haben wir. Wie weit ist denn das hier? Okay. Hoppala. Dich habe ich glatt übersehen. Es ist wirklich so düster. So, die Viecher hier sind alle, ja, hellblau, grün. Daran sieht man, dass wir hier mal hätten vorher hingehen sollen, weil wir waren ja auch da oben in diesem Bereich, wo man auch schon in den alten Wald kommt und so, und da waren die Gegner alle rot. Aha, Galasebdir. Seit dem Angriff stemmen wir uns gegen einen Ansturm der Toten. Seit diese schrecklichen Geister die Furt angegriffen, kämpfen wir gegen einen unaufhörlichen Ansturm der Toten. Sie erheben sich und greifen weiter an. Und obwohl wir sie bezwingen können, kommen sie stets wieder. Kämpft an der Sarnfurt an der Seite von Galasebdir. Da kommen sie. Ugh, das sind aber keine Geister, das sind Skelette. Noch mehr? Ah, da. Was ist das denn? Beschwört einen Albtraum hierher. Was? Was beschwört diesen Albtraum hierher? Tja. So, ihr habt mit ihm die Unholde bezwungen. Na, das ist doch wunderbar. Dann gehen wir mal weiter. Gucken wir mal. Hier sind bestimmt irgendwo diese Verstecknacht. Da vorne steht noch einer. Und hier ist so ein Vorrat. Nee, das ist ein Südländer. Aber sollten wir nicht auch Räuber besiegen? Zählt der? Nein, der zählt natürlich nicht, weil wir nicht da sind, wo wir sein sollen. So, weiter in die Richtung. 150 Meter. Gaerwarad, wo war denn das? Hier hinten, okay. Also südlich von hier. Ah, da ist der andere, mit dem wir reden sollen. Oder sie, Netur. Etwas hat die Wölfe zur Raserei getrieben.
Seit diese schrecklichen Reiter Sandfurt angegriffen, können wir das Heulen der Wölfe aus der nahen Rotweite oder hören. Etwas hat sie ganz wild gemacht und sie prüfen ständig unsere Verteidigung an den Außenbereichen wie nie zuvor. So, jetzt sollen wir an deren Seite kämpfen und dann diesmal aber gegen Wölfe. Na, und der Server schläft wieder. Was hat diese Wehinseln zu diesem Wahnsinn getrieben? Tja, who knows. Ah, gleich der Anführer. Okay, ist vielleicht schon die letzte Runde. Hoffentlich war es das jetzt. Aber die Frage besteht immer noch. Was hat sie so erzürnt? Zieh. I don't know. Okay, ich schnapp mir mal hier mein Klappertier und dann reiten wir mal die fehlenden zwei Punkte ab, wo wir noch Lagerzeug ausgraben sollen. Und dann geht's weiter nach Gaerwarad. Da sollen wir ja nochmal ein paar Räuber bezwingen. So, ich komme jetzt hier an. Hier steht aber noch irgendwie eine oder einer. Irgendwer will hier noch was von mir. Vor allem du. Weg mit dir. Push. Eilian, Gutherr. Seid gegrüßt. Bezwingt Itwal Rotklaue und bezwingt Emrys Rotklaue. Wir waren doch hier schon mal drin. Wir haben jetzt schon von, ich glaube, relativ vielen verschiedenen Leuten. Ja, doch, wir waren hier schon mal drin. Mit so einem Typ, den man mit einer Pfeife rufen musste. Also es ist jetzt mindestens das zweite oder dritte Mal, dass wir jetzt hier rein sollen von ganz vielen verschiedenen Orten. Netter fände ich es ja, man könnte das mal alles irgendwie gesammelt erledigen. Und den einen von den Bossen mit Namen, den haben wir nämlich, ich glaube Emrys, haben wir nicht beim letzten Mal schon besiegt. Da habe ich mir nämlich schon gedacht, na, wir müssen hier bestimmt gleich wieder rein und die auch nochmal besiegen. Genau, wir sollten damals Hauptmänner besiegen. Und der Typ stand hier drüben in der Tür. Da, Emrys. Oder dann stand er halt hier drüben in der Tür. Egal. Nummer 1. Ah. Nee, das ist was anderes. Das ist einfach nur ein Hauptmann. Ich dachte schon. Wie ist der andere? Itwal. Autsch, autsch, autsch. Das piekst. Der ist bestimmt irgendwie oben oder so. Wir gucken erstmal hier unten rum. Vielleicht steht er auch hier irgendwo auf dem Platz oder so. Südländer, Gerberat Hauptmann. Nee, hier ist es zumindest keiner. Nee. Ich gehe mal nach oben. Na, habt ihr mich gesehen? So, wir haben jetzt 10. Das brauchen wir also schon mal nicht mehr. Zack, das kann weg. Ist er doch. Was glitzert da noch? Eidtafel. Mhm. Was ist das? Machen wir erstmal den hier. Kommt der jetzt eh gleich rum? Ja, okay, kommen beide. So, gucken wir doch mal, was das denn für ein Ding. Sieht aus wie eine Kassette. Nee. Ihr habt die Eidtafel entdeckt. Sollte ich das? Und hier ist noch eine Schatztruhe. Okay. So, jetzt sollen wir nochmal mit der
hier unten reden und dann wieder zurück nach Sarnfurt in das Lager. So, du stehst im Weg. Yep, du stehst im Weg. Okay. Wo war die? Da. Guck dir einfach gegen die Wand. Seid gegrüßt, Reisender. Oh, immer dieses kein Platz. Ich brauche schon wieder irgendwie. Ich habe aber auch echt nichts, was ich noch verkaufen kann. Also, das sind alles irgendwelche Handwerkssachen. Fräulein Gutherz. Wir reiten zurück nach Sarnfurt. So, bin zurück. Ich gebe erstmal den Kram bei dem hier ab. Werdet ihr uns helfen? Werdet ihr uns helfen? Okay, wir haben ja festgestellt, wir haben keinen Platz. Mal gucken, ob ich irgendwas Willkommen, Freund. Loswerden kann. Ich meine, ich kann ja auch einfach mal irgendwie was von dem Essen verkaufen zum Beispiel. Davon habe ich, glaube ich, auch echt so richtig viel. Ist es denn gut? Ja, kann schon sein. Gucke ich mir dann an. Die hier ist ganz genauso wie die, die wir schon haben. Das ist ja echt verrückt. Das ist ja merkwürdig. So, das kann mal weg. Sonst können wir ja gleich die Aufgaben nicht abgeben, weil wir schon wieder so voll sind. Zack. Reparieren. Wunderbar. So, dann können wir das hier mal sortieren. Den hier können wir mal gegen den eintauschen. Und dann reden wir nochmal mit Mineldir. Ich habe Halbarad gewarnt. Er will uns nicht glauben, aber er muss. Ich habe Halbarad unsere Warnung überbracht und obwohl er es nicht glauben will, sagte er mir doch, dass er in den letzten Tagen Kreaturen mit dem Zeichen der weißen Hand gesehen hat. Er dachte, dass sie von einem ihrer eigenen Art angeführt wurden, aber unsere Nachrichten ließen ihn zweifeln. Ich habe auch über etwas anderes nachgedacht, Melorien. Erinnert ihr euch noch an die Marke, die in Herne vergraben war? Was, wenn die Reiter hier eine ähnliche zurückgelassen haben? Ich denke, wir sollten danach Ausschau halten. Durchsucht die aufgewühlte Erde bei der Sarnfurt, um Mineldirs Verdacht nachzugehen. Okay. Also die vergraben irgendwelche Dinge und die ziehen dann die Untoten an, oder was? Ihr durchsucht, findet aber nur Regenwürmer, na immerhin. Na, ich habe das schon vor langer Zeit angeklickt. Bitte reagieren. Nur Regenwürmer. Wie viele von den Dingern gibt es denn? Es ist bestimmt einfach immer im Letzten. Ah, die Finger schließen sich im Schmutz um etwas, das schädelförmige Knochenmarke. Okay. Dachte ich mir. Das dachte ich mir. Diese Kreaturen neigen dazu, nahe Kreaturen in den Wahnsinn zu treiben und nur Chaos zurückzulassen. Vielleicht verlangsamen wir durch das Entfernen dieser Zeichen den Ansturm der Toten auf die Verteidiger hier. Bringt dem Waldläufer Vorräte wie erbeten zu Halbarad an der Sarnfurt. Ich danke euch, dass ihr diese Vorräte gesammelt habt. Kein Ding. Wir werden sie brauchen. Ich danke euch dafür, diese Vorräte zu uns zurückzubringen. Wenn es stimmt, dass Saruman und die anderen Zauberer sich gegen uns gewendet haben, von den anderen war nie die Rede. Halbarad schüttelt den Kopf. Es ist keinesfalls so, dass ich euren Worten nicht traue, Melurien, aber Mineldir brach seinen Schwur vor den Dunedain und das ist ein Quell großer Schande für uns. Nicht nur für ihn, sondern für uns alle. Ist es nicht ein Versagen des gesamten Dorfes, wenn einer der Bewohner seiner Pflicht nicht gewachsen ist? Doch ist unsere Not größer, dass ich Mineldir nicht fortschicken kann, wie ich zuerst wollte. Die Waldläufer sind weit verstreut, also brauche ich jeden Mann, jeden und auch jeden Elb. Mich etwa? Ich werde euch erzählen, was geschehen ist. Ah, das klingt nach einer kleinen Instanz. Ja, okay. Ich werde euch erzählen, was bei dem Angriff geschehen ist, Melurien. Und dann habe ich einen Auftrag, den ihr und Mineldir erfüllen sollt. Schreckliche Übel wandeln in diesem Land.
Und ich kann niemanden abweisen, der bereit ist, uns im Kampf gegen sie zu unterstützen. Sprecht mit Halberath und erfahrt, was den Waldläufern zugestoßen ist. Was ist denn das? Den wiederhergestellten Umhang des Wächters. Aha. Und was ist das hier? Die Nacht war über den 21. September hereingebrochen, als unser Mut auf die Probe gestellt wurde. Dann wollen wir mal reisen. Es ist ein unnatürlicher Nebel aufgezogen, der die Umrisse der ganzen Landschaft verändert hat. Wir wurden von einem Gefühl des Grauens gepackt, das wir so noch nie erlebt hatten. So. Mein eigenes Herz war von einer schrecklichen Vorahnung erfüllt und ich hatte als Kommandant eine Aufgabe zu erfüllen und würde diese nicht aufgeben. Ich will, dass ihr eins wisst, Melorien, bevor ich euch von den Ereignissen berichte, die folgen. Die Männer und Frauen, die in dieser Nacht an meiner Seite kämpften, in ihnen war keine Spur von Feigheit. Doch wir wussten nicht, was uns in dieser Nacht begegnen sollte. Kämpft an der Seite der Dunedain, als wäret ihr dort gewesen. Ach du meine Güte. Die Toten erheben sich! Die Toten! Die Hügelgräber sind leer! Wie sind leer? Dunedain! Gebt eurer Angst nicht nach! Ich habe irgendwie den Verdacht, das könnte irgendwie so eine ziemlich knappe Kiste werden. Stand jetzt aber nicht da, dass hier irgendjemand überleben müsste. Also ich meine, klar, ich sehe die grünen Felder ja auch. Vorwärts, Dunedain! Vorwärts, wohin? Mach da erstmal diese roten Flecken hier weg. Was ist das? Da ist noch einer. Wie cool. Ihr habt hier nichts zu suchen. Verlasst dieses Land. Oh oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehe ich. 9. Okay. Niemand kann vor uns bestehen. Zurück, üble Kreaturen! Und kehrt niemals zurück! Cool. Haltet Stand, Dunedain! Beschützt das Auenland! Ah. Das war ja gruselig. Kurz, aber schmerzhaft. Cool, sehr schön, netter Einblick. Das ist genau das, was mir bisher einfach so gefehlt hat. Einfach so ein bisschen in die Geschichte mitgenommen zu werden. Ne? Also, davon hat man bisher einfach viel zu wenig erlebt. Die Zahl der schrecklichen Geister war 9. Milorien, aber nicht alle, die Sanfurt verteidigen, wussten so gut wie ich, was das bedeutet. Wir widersetzten uns den schwarzen Reitern so lange wir konnten, aber das ist kein Übel, gegen das sich Männer und Frauen lange stellen können. Ich will niemanden richten, der geflohen ist oder sich versteckt hat. Die Reiter, die nicht ins Auenland zogen, verfolgten die Dunedain, die sie fanden, in die Wildnis. Es sind noch Waldläufer im Auenland und sie werden wissen, was zu tun ist, um die Hobbits vor diesen schwarzen Reitern zu retten. Aber weitere meiner Sippe würden von den Reitern über Cardolan verteilt, die nicht den Brandywine überquerten, und wir werden in den kommenden Tagen ihre Kraft brauchen, wenn sie denn noch leben. Ui. Dafür brauche ich die Hilfe von euch und Meneldir. Ihr müsst für mich die Überlebenden des Angriffs finden und herausfinden, wie es ihnen erging, seit meine Leute wie Blätter im Winde verstreut wurden. Das wird Meneldirs Schande nicht auslöschen oder seinen gebrochenen Eid wiederherstellen, aber es mag die Natur seines Herzens enthüllen. Was ist denn hier los? Wer trötet denn hier? Wenn ihm auch nur etwas Liebe für die alte Sippe verbleibt, wird er das zeigen, indem er ihnen hilft.
Euch Melorien steht es frei zu tun, was ihr wollt, aber ihr wisst, dass ihr den Dunedain einen großen Dienst erweist, wenn ihr uns beisteht, und ich werde es nie vergessen. Okay. Macht Vitalität, Finesse. Beweglichkeit, Vitalität. Wille, Vitalität. Plump. Viele meiner Sippe wurden durch den Angriff über die Südhöhen verstreut. Tja, was soll ich dazu jetzt sagen? Viele meiner Sippe wurden durch den Angriff über die Südhöhe verstreut und ich fürchte, dass wenigstens 4 der schwarzen Reiter den Waldläufern in den Hügeln zusetzten. Rettet alle Dunedain, die ihr findet, helft ihnen, sich von ihren Verletzungen zu erholen und stellt in den südhohen Höhen so viele Sicherheit her, wie ihr könnt. Wenn ihr die Geister seht, versteckt euch, wenn möglich, aber nur lauft, wenn nötig. Ihrer ist die Macht und ein Böses, das ich noch nie zuvor sah. Mein Gott, wie die sich alle ausdrücken. Sprecht mit Mineldia an der Sarnfurt. Wer die Südhöhen durchsuchen will, sollte bei Karanost beginnen. Da war ich schon. Von dort aus hat man einen guten Blick auf die umgebende Landstriche. Und ich denke, dass alle Waldläufer, die von ihrer Flucht zurückkehren, sich dorthin begeben. Als ich zuletzt durch die sanften Hügel Südhöhen wanderte, lagerten Elben am östlichen Flussufer direkt gegenüber von Karanos. Beginnen wir unsere Suche dort. Sucht verstreute Waldläufer in einem Elbenlager auf der anderen Seite des Flusses. Der anderen Seite des Flusses? Hä? Ach, von dem Fluss, okay. Ich dachte, du meinst den Brandywine. Ja, da waren wir ja nun gerade. Dahin werde ich mich noch begeben. Es wird auch schon wieder dunkel. Ich würde sagen, dass unsere Folge sich allmählich mal wieder dem Ende nähert. Ich nehme hier mal so eine automatische Reise, wo ich nicht so viel hier auf die Tastatur drücken. Und ich würde sagen, ja, wie gesagt, an der Stelle ist die Folge dann zu Ende. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen und ein Abo für den Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play der Herr der Ringe Online. Bis dann, ciao, ciao.